Moin und hallo zu einem neuen Video hier auf Live Mountains Media und heute geht es um diesen Effekt, den ihr hier gerade unten in meiner Taskleiste seht. Das ist der neue Effekt von Windows 7. Nein, nur Spaß, das ist natürlich schon seit Anfang an von Windows 7 dabei. Das könnt ihr ganz einfach einstellen, das gibt so ein bisschen den Look von Windows Vista bzw. Windows XP wieder und deshalb möchte ich das Ganze heute zeigen, wie ihr das hinbekommt. Ihr geht also mit einem Rechtsklick auf die Taskleiste und klickt auf Eigenschaften, natürlich in einem freien Bereich. Hier würdet ihr das hier alles auslösen, das braucht ihr allerdings nicht. Oder da kommt ihr eigentlich gar nicht weiter. Also hier in einem freien Bereich einklicken, auf Eigenschaften und dann hier unter der Schaltflächen der Taskleiste müsst ihr das Ganze auf Nie gruppieren stellen. Möchtet ihr das Ganze einfach wieder zurückstellen, könnt ihr das Ganze hier unter Immer gruppieren einstellen und dann ist das so wie standardmäßig in Windows 7. Wollen wir jetzt wirklich den kompletten Look wie in Windows XP oder zumindest so ähnlich mit der Arrow-Oberfläche, könnt ihr das Ganze auch nochmal machen, indem ihr einfach hier kleine Symbole verwendet. So, und das Ganze habt ihr dann hier ähnlich wie bei Windows XP oder Vista oder entsprechend den anderen vorherigen Windows-Teilen oder Windows-Versionen. 98, 95, NT gab es 2000, gab schon eine ganze Menge. So, und so ähnlich sieht das Ganze jetzt aus. Aber ich persönlich bevorzuge diese Variante, da ich die einfach für meinen Workflow am besten finde. Ich finde das sehr, sehr aufgeräumt. Ich finde das alte Design im Moment nicht mehr ganz so ansprechend, aber für einige von euch ist das vielleicht ganz schön. Und heute habe ich euch einfach mal den Trick dazu gezeigt. Gut, soweit war es das zu diesem Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.